Ja, wir waren eigentlich in allen Belangen unterlegen. Man merkt generell in der Bundesliga ist schwer, aber gerade wenn wir gegen so eine Top-Mannschaft spielen wie Leipzig und ja, wir nicht wirklich alle als an unser Maximum kommen und nicht als Mannschaft funktionieren, dann wird es sehr schwer in der Bundesliga und wir müssen da schleunigst aufwachen und ja, wieder das abstellen oder wieder besser machen, das, was uns auch ausgezeichnet hat. Stimmt, ich glaube, heute muss man klar sagen, dass wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben, aber Leipzig dafür auch vielleicht einfach zu sagen, dass die besser waren heute, dass die die Chancen, dass die hatten und die Konteraktionen besser ausgespielt haben, gut umgeschaltet haben. Und dann steht am Ende ein 3-0 mit zwei Toren in den letzten 8 Minuten, wo wir natürlich auch mehr Risiko genommen haben. Aber wie gesagt, heute hat das, glaube ich, war Leipzig immer einen Schritt vorne. Wir sind, waren ein bisschen passiv, sind immer nachgelaufen, gerade erste Halbzeit. Und zweite war es besser, aber es hat nicht gereicht, weil wir waren im letzten Drittel, glaube ich, zu ungefährlich und zu wenige richtige große Chancen, um Tore zu erzielen. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr glücklich und ich danke an allen, also an Trainer, an Spieler. Ich danke und ich mache weiter jetzt. Ja, natürlich. Ich freue mich, ich fühle mich sehr wohl hier, freue mich, dass ich 200 Spielen Bundesligaspieler für diesen Club machen kann und natürlich macht mich das ein Stück weit stolz. Mit dem Sieg wäre es natürlich noch viel besser gewesen heute, lass uns hoffen, dass noch viele dazukommen und das ist schon mal eine sehr schöne Zahl, glaube ich. 0-3 ist schon eine Ansage. Es war lange Zeit eher eng, aber ich glaube, am Ende sieht man schon die Qualität von Leipzig und wenn die dann 3-0 gewinnen, dann ist schon auf jeden Fall verdient.